Eier. Ein Kraftpaket für die gute Küche. Es ist unglaublich, was man alles damit machen kann. Kochen, braten, backen, rühren. Man kann damit Soßen binden, man kann Desserts aufschäumen und Kuchen backen. Man kann sie französisch zubereiten, spanisch, asiatisch. Pikant oder auch süß. Wir haben uns umgeguckt mal rund um den Erdball, was man alles mit Eiern machen kann. Und zeigen Ihnen ein paar Rezepte, die uns am besten schmecken. Bis gleich also. Come on, come on, good food. Gehören nun mal zu einem ausführlichen Sonntagsfrühstück. Und darauf versteht man sich am besten in unserer Hauptstadt. In Berlin gibt es nämlich hunderte von Kneipen, wo man bis spät in den Nachmittag frühstücken kann. Und auf den Speisekarten dafür findet man praktisch überall die berühmten Eier Benedikt. Wir brauchen dazu auf jeden Fall erstmal das pochierte Ei. Dafür habe ich jetzt in einem hohen Topf Wasser aufgekocht, mit Essig gewürzt, kein Salz, weil Salz macht das Eiweiß hart. Und jetzt rühre ich das kochende Wasser mit einem Kochlöffel so lange in der Mitte, dass ein Strudel entsteht. Und das Ei in einer Tasse wird hier in die Mitte des Strudels gegossen und das Ei jetzt leise unterhalb des Siedepunkts 2 bis 3 Minuten ziehen lassen, bis das Eiweiß fest ist. Aber das Eigelb soll noch flüssig bleiben. Und ich habe hier jetzt ein Ei getrennt, habe ein Eigelb. Das kommt jetzt hier in eine Reduktion von Essig und Weißwein. Das ist gesalzen und ist auch ein kleines bisschen mit Pfeffer gewürzt. Man kann auch Muskat dazu nehmen, man kann auch mit Zitronensaft arbeiten. Jetzt muss ich das beiseite stellen, weil es braucht noch ein zweites Ei. Und dieses Eigelb wird nun schaumig geschlagen. Und wenn es so ein bisschen heller wird, dann kann Butter rein. Die kann kalt sein, muss aber nicht. Mein Ei hier ist wunderschön. Und dann mit der Schaumkelle vorsichtig rausheben, damit das Ei intakt bleibt. Und so hinlegen, dass das Eiweiß weiterhin schön es umschließt. Ich mach gleich das nächste. So, und während du in dein Wasser kein Salz reintust, wird meine Soße natürlich gesalzen. Und zwar ruhig, kräftig, denn die Butter, die verschlingt ja Salz. So, mit meiner Soße bin ich jetzt auch fertig. Sehr zufrieden. Und dann brauchen wir gekochten Schinken und der soll gebraten werden. Dafür zerlasse ich ein bisschen Butter in einer beschichteten Pfanne. Und jetzt schneiden wir das ein bisschen zu, damit die Scheiben besser nachher auch auf dem Brot Platz finden. Und die werden kurz auf beiden Seiten angebraten, damit der Geschmack sich entwickelt. Und du bist so lieb und toastest schon mal die Brote. Ja. So. Dann richten wir schon mal die Teller her und können anrichten. Und das Brot getoastet. Genau, das geht ruckzuck. Sie können entweder Weißbrot nehmen, also in Amerika nimmt man dieses Toastbrot, was nach nichts schmeckt. Und deswegen finde ich so ein Brot natürlich immer wesentlich besser. Dann darauf den gebratenen Schinken, schön großzügig. Mhm. Und darauf kommt jeweils ein pochiertes Ei. Und wie viele Portionen man jeweils macht, das kommt natürlich auf den persönlichen Appetit und das Fassungsvermögen an. Also das ist jetzt erstmal eine Portion. Und darauf geht's üppig die Sauce Hollandaise, die dann schön so ein bisschen zerfließt. Genau. Und obendrauf gehört jetzt noch ein bisschen Schnittlauch natürlich. Frühling ist, wenn man mit Mut Schnittlauch auf das Rührei tut. Es geht auch mit Benedikteiern. Und dann kann natürlich jemand, der Tee mag, einen Tee zum Frühstück trinken. So. Das sieht doch wahnsinnig aus. Guten Appetit. Wir haben jetzt noch eine Variante uns ausgedacht für diese Eier Benedikt. Die ist sehr leicht, sehr elegant, nämlich mit Avocado. Und ich habe jetzt hier Chili fein geschnitten. Dann habe ich ein bisschen gelbe Paprika. Die habe ich ein bisschen größer geschnitten. Während Knoblauch und Zwiebel bzw. Schalotte ganz fein geschnitten ist, dass man sie kaum spürt beim Zubeißen.
Und dann habe ich jetzt hier eine... Ich habe schon mal die Eier soweit angerichtet. Mhm. Und ich habe hier eine Limette. Und wie üblich, die Limette nicht wie eine Zitrone halbieren und dann auspressen, sondern solche Segmente schneiden. Und wenn du willst, Martina, einen kleinen Spritzer Fischsoße wäre vielleicht gar nicht schlecht. Den brauchst du und außerdem brauchst du einen Löffel, um das umzuwenden. Und wenn Fischsoße im Spiel ist, auch eine kleine Prise Zucker. Das ist sozusagen der Gegenpart. Und Pfeffer? Ja, ein bisschen. So. Ja, so, das sieht doch super aus. Ja. Und schon hat man eine ganz andere, überraschende Anmutung. Ich sage Ihnen, das schmeckt super. Also Eier Benedikt on our own way. Guten Appetit nochmal. Jetzt haben wir gerade Eier verloren, weil pochierte Eier heißen ja auch verlorene Eier. Man kann Eier auch verstecken. Und da haben die Araber eine schöne Idee. Die haben dafür Brickteig. Das sind hier runde Teigblätter, ganz dünne. Die kann man fertig kaufen. Wenn man sie im Supermarkt nicht kriegt, googeln. Brickteig kaufen, kriegt man eine Menge von Adressen. Und wenn man das nicht bekommt, dann nimmt man einfach aus dem Türkenladen diese wunderbaren, hauchdünnen Filo-Teigblätter oder aus dem Asienladen Wantan-Teigblätter oder Frühlingsrollen-Teigblätter. Also man kann ganz viele Teighüllen fertig kaufen, muss das also nicht selber machen. Und da rein kommen also Eier. Und zwar im ersten Falle, und dafür mache ich das jetzt, auf einem Gemüsebett. Dazu werden als erstes Zwiebeln in Olivenöl angedünstet. Und dann kommen Paprika und Lauch dazu und Knoblauch und so weiter. Das zeige ich Ihnen nachher alles. Zum Einwickeln werden die Teighüllen mit Eiweiß eingepinselt, damit sie nachher auch ordentlich zusammenhaften. Und ich zeige Ihnen jetzt eine ganz, ganz einfache Füllung. Da braucht man nur ein bisschen blanchierten Spinat. Den setzt man hier in die Mitte. Man muss immer gucken, dass das Ei auch eine schöne Unterlage hat. Diese wird gewürzt, der Spinat, mit ein bisschen Pfeffer, mit ein bisschen Muskat, auch Salz. Und darauf krümeln wir jetzt ein bisschen Schafskäse, den wir natürlich ebenfalls noch mal würzen. Willst du da denn eigentlich jetzt Zwiebel dazu haben? Da brauche ich sie nicht. Bei meiner nächsten Version brauche ich auch Zwiebeln. Die ist jetzt ganz einfach nur Spinat und Schafskäse und darauf kommt jetzt das Ei. Dann nehmen wir dieses. So, schauen, dass die Kuhle das auch schön fasst und es nicht rausfliegt. Und jetzt falten wir das einmal von der einen Seite darüber, von der anderen Seite darüber. Dann klappen wir das oben zu und pinseln es noch mal ein bisschen fest, damit die Tasche geschlossen bleibt. So, fertig. Und wenn wir jetzt viele von diesen Teigtaschen machen, weil wir eine ganze hungrige Runde damit bewirten wollen, dann setzen wir das einfach auf ein Backblech, bepinseln es mit Olivenöl und schieben es in den Backofen. Aber wenn wir nur ein paar haben, dann legen wir es in die Pfanne und erhitzen darin etwas Olivenöl. Das kannst du von mir haben. Ja, sei so nett. Und ich habe jetzt hier die Zwiebeln angedünstet, sodass sie schon ein ganz kleines bisschen Farbe genommen haben. Und dann kommt hinzu, nehme ich jetzt weg für eine andere Zubereitung, dann kommt hinzu Knoblauch, wie hier, und schließlich Lauch, das kommt ebenfalls gleich rein, vorgeschnitten entweder in Halbringe oder in solche Julienne-Streifen. Und das lasse ich eben nur zusammenfallen. Und weiterhin kommt rein Paprika, da habe ich hier eine grüne Paprika, die habe ich schon geschält. Martina mag nämlich die Haut von den Paprika überhaupt nicht. Und es geht mit dem Sparschäler eigentlich ganz einfach. Ich mache noch eine zweite Variante. Und zwar setze ich jetzt hier in die Mitte Schweinemett. Man kann natürlich auch ein gewürztes Hackfleisch nehmen. Oder Lammhack ist auch natürlich sehr beliebt. Hast du mir noch ein paar Zwiebel übrig gelassen? Roh oder hier, die sind schon ja, nee, ich wollte eigentlich die Roh zum Schweinemett passt das sehr gut. So, und darauf setze ich auch wieder ein Ei als Kuhle. Und muss natürlich aufpassen, dass mein anderes Täschchen hier nicht... Das ist vielleicht ein bisschen heiß, dass das nicht zu dunkel wird. Und dann wird es einfach umgewendet. Ja. Das Gemüse wird gleich ein bisschen gesalzen. Also auch wieder hier oben drüber zusammenklacken. Und dann setzen wir das hier rein.
Soll ich dir deins auch einwickeln? Ja, ich bin jetzt gerade hier mit fertig. Siehst du? Und das kannst du ja doch besser als ich. Du meinst es. Die Geschicklichkeit ist da mehr ausgeprägt. Also in der Mitte wieder den, ja, das reicht schon. Und dann eine kleine Kuhle schaffen. So. Ei in die Mitte. Und ein bisschen Muskat drauf. Muskat, Salz und Pfeffer, weil das Ei braucht natürlich schon, auch wenn das unten von unten her Würze bekommt, braucht es dann natürlich von oben genau das. Bist du so lieb und drehst mal dieses andere Ei um oder das andere Täschchen. Also auch hier wieder schön drüber zusammenfalten. Schauen, dass man mit Eiweiß nochmal für Klebstoff sorgt. Und jetzt machen wir hier wieder einmal von oben und einmal von unten. Gib mir das mal. Und auf diese Weise kann man natürlich wunderbar auch variieren und sich immer wieder neue Füllungen ausdenken. Und schön ist sowas, einfach Abwechslung dafür zu sorgen und den Gästen unterschiedliche Teigtaschen zu bringen. Dieses scheint mir aber jetzt schon fertig. Komm mir doch mal mit dem gelben Teller bitte entgegen. So. Und jetzt kann man dazu natürlich einen kleinen Salat servieren, um hier sehr gut dazu passen. So, ich habe hier eine kleine Vinaigrette gerührt und da kommen nur Salatblätter rein und ein bisschen Paprika. Das gibt einen erfrischenden Salat, den wir dazu servieren. Und der Gegensatz zwischen den knusprigen Teigtaschen und dem knackigen Salat mit seiner frischen Säure, das ist was sehr Angenehmes. Wenn du das zu trinken holst, dann kann ich den Salat anrichten. Gut. Schön. Sieht nämlich hübsch aus mit diesen bunten Blättern. So, das ist frühlingsfrisch und leicht. Das sieht ja super aus. Nicht wahr? Schönes Essen. Also ich habe das sehr gern. Das kann man gut vorbereiten. Das schmeckt gut. Man kann es auch wirklich fertig machen und zum Aufwärmen nur noch mal kurz in den Ofen. Aber nicht zu lang und nicht zu heiß, damit das Eigelb noch schön flüssig bleibt. Ja, das muss saftig sein. Und ich habe einen Rotwein dazu ausgewählt. Oh ja, das passt ja auch und gut. Der sollte schön fruchtig und also erfrischend auch sein. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal, wie schön das von innen aussieht. Das ist jetzt die Spinatfüllung. Sie sehen, das Ei ist noch flüssig. Wie sich das gehört, der Käse ein bisschen geschmolzen. Das ist jetzt die Fleischfüllung. Jawohl, da kommt, schneid einfach mal hier beherzt hinein. Das Fleisch ist gegart und das Ei ist noch flüssig. Und das Gleiche erleben wir jetzt auch bei unserer Gemüsefüllung, wenn man so will. Also, ich finde, das ist ein köstliches Essen. Es tut mir ja leid, dass Sie jetzt nicht mitessen können. Es würde sich nämlich lohnen. Aber Sie können es ja nachmachen. Zum Wohl. Viel Spaß. Jetzt machen wir Eier im Näpfchen. Und zwar gibt es da ganz spezielle Näpfchen. Das ist nämlich eine sehr beliebte Zubereitung. Ja, die wurden schon in den 30er Jahren entwickelt. Von Wilhelm Wagenfeld. Das ist der berühmte mit der Teekanne und mit der Lampe. Und damals waren die Eier kleiner. Ich habe hier ein 50-Gramm-Ei. Das muss man heute schon als extra kleines Ei kaufen von Junghennen. Und dieses ist jetzt ein heutiges Normalei mit 65 Gramm. Und es gibt auch noch extra große Eier. Bis zu 90 Gramm. Ja, also unglaublich. Das sind ja die schon armen Enteneier. Die armen Hühner. Ich habe hier in dieses aus den 30er Jahren Näpfchen habe ich schon mal ein Ei reingelegt und habe gesehen, dass man das gar nicht benutzen kann mit den normal großen Eiern, weil die gehen ja ein bisschen auf beim Garen. Das heißt, es quillt oben über und das hat natürlich dann wenig Sinn. Also nehmen wir das, was für zwei Eier gedacht war, für ein Ei. Genau. Damit, und da wir ja noch ein paar Zutaten dazu nehmen wollen, weil wir die Eier im Näpfchen asiatisch würzen wollen, da ist es genau geeignet. Und wer so ein Näpfchen, so ein altes, schönes, formschönes nicht hat, der nimmt einfach ein Soufflé-Förmchen oder eine Kaffeetasse. Oder es gibt ja auch aus England diese Eggcodler, die man oben zuschraubt. Und die sind ja auch in der richtigen Größe. Das ist ganz praktisch, weil da kommt kein Wasser rein. Hier muss man natürlich aufpassen, dass man im Topf nicht zu viel Wasser hat und es beim Kochen nicht womöglich reinläuft. So, was machen wir jetzt damit? Also wir wollen sie asiatisch würzen. Deswegen haben wir ja hier diese ganze wunderbare Sammlung von asiatischen Gewürzen. Ingwer, Knoblauch, Thai-Basilikum, Koriandergrün, grüner Chili, mild, roter Chili, scharf.
Dann kann man. Und jetzt gib mir mal hier ein bisschen Öl Sesam rein, bitte. Du willst jetzt doch das kleine Ei? Ja, nehmen. Für das kleine Ei will ich das versuchen. Ah, okay. Dann pass auf. Ein bisschen. Warte, ich pinsel es dir aber lieber aus, weil das muss natürlich durch und durch bis oben hin diesen Sesamölduft haben. Weißt du was, das mache ich mit dem Finger, das geht besser. Und ich mache es nämlich jetzt hier einfach so, indem ich das schön auskleide. Also wichtig ist, dass die Förmchen zuerst mit Öl oder meinetwegen auch mit geschmolzener Butter ausgerieben werden, damit das Ei nicht dran kleben bleibt. Guck mal, dann machst du die beiden auch noch. Mache ich auch noch, genau. Und jetzt kommt hier hinein eine kleine Mischung von den Gewürzen. Ich mache das jetzt einzeln hier rein. Und zwar habe ich hier ein bisschen Knoblauch, dann ein bisschen Chili, dann ein bisschen Ingwer, dann ein bisschen Thai-Basilikum und etwas Koriandergrün. Martina, jetzt kann ich mal ein bisschen... Jetzt kriegst du noch ein bisschen Würze von unten in Form von... Jetzt hast du... Ja, ich mache aber hier das gleich auch in die anderen Förmchen. Das ist Austernsoße. Man kann auch Sojasoße nehmen oder Fischsoße, thailändische. Auf jeden Fall brauchen wir eben eine Würze, die dem Ei schon von unten sich mitteilt. Und nachher tun wir oben auch noch mal ein Schlückchen oben drauf. So, und jetzt habe ich hier dieses 50 Gramm Ei genommen. Und man sieht, das passt hervorragend. Es passt noch was rein. Ich kann sogar oben noch ein wenig Ingwer drauf tun. Jetzt komme ich einfach zu dir und verteile gerecht diese Würzen in die vorbereiteten Förmchen. Also Ingwer und Knoblauch, Kräuter, Chili. So, und jetzt kriege ich noch einen kleinen Schuss Fischsoße hier drauf. Ja. Du verteilst mal die Kräuter, ich gebe dir ein Schüsschen Fischsoße. Und man kann natürlich auch noch mit der Pfeffermühle arbeiten. Und man sieht jetzt, wie das hier dann schön runterrinnt und insgesamt das Ei durchwürzt. Und jetzt komme ich mit den Eiern, die stütze ich einfach mal hier ab. Und jetzt kriegt jedes Gefäß ein Ei. Ups. Und dann kommt obendrauf noch mal ein bisschen von dem Gewürz, ein paar Kräuter. Und jetzt kommen die passenden Deckel hier drauf. So. Und dann kommen die passenden Bügel drauf und man kann das Ganze festklemmen. Das ist natürlich so schon ein wunderbares Rezept. Aber man kann es noch ein bisschen anreichern, zum Beispiel mit Garnelenfleisch. Dafür nimmt man einen Garnelenschwanz und den schlitzt man auf und schaut, ob man da einen Darm entfernen muss. Das ist dieses Teil hier, das Dunkle. Das ist kein Vergnügen. Und dann schneiden wir ihn erst längs in zwei Stücke, den Garnelenschwanz, und dann quer in Würfel. Und jetzt muss er ein bisschen mit Speisestärke eingerieben werden. Das kennen Sie schon von uns, diesen Trick aus der chinesischen Küche, der dafür sorgt, dass die Garnelen schön saftig bleiben. Und dann wird es außerdem noch gewürzt mit einem Spritzer Fischsoße, weil wir ja uns in Asien befinden. Und hier habe ich noch asiatische Erbsensprossen. Ja, das ist schön. Die gibt es in der Gemüseabteilung, sind die so abgepackt. Und das ist was ganz Köstliches, weil was Knackiges. Und es sieht hübsch aus. Genau, in Stückchen schneiden. Und zum Schluss legen wir dann die Sprossen obendrauf. Erbsensprossen, das ist wirklich tatsächlich das, was aus der Erbse keimt und nachher die Erbsen trägt. Kann man sich am Fensterbrett sogar selber ziehen, allerdings ist es dann nicht so gebleicht, sondern die werden dann grüner. So, ich vermische jetzt die Stiele, kleingeschnitten, mit dem Garnelenstückchen. Und das verteilen wir jetzt in unsere vorbereiteten Förmchen. Gib mir doch mal bitte die große Form, diese Wagenbeltform, da ist ja noch ordentlich Platz. Das legen wir hier oben drauf. So, und das versinkt so ein bisschen. Und dann kommen natürlich noch zwei, drei solche Sprossen dran. Und das ist auch schön. Dann nehmen wir hier die restlichen. Man kann statt Garnelen kann man natürlich auch Fischwürfel nehmen. Man könnte auch kleine Würfelchen von Hähnchenleber, also was eben schnell gar zieht. Ja. So, und dann machen wir mal hier jetzt kommt Feuer. Es darauf an, wie garen wir die Eier. Die offenen Förmchen müssen natürlich verschlossen werden. Dafür nehme ich Klarsichtfolie und schneide es ein bisschen zu. So, und jetzt kann natürlich kein Wasser reinspritzen, kein Dampf sich niederschlagen, sondern das bleibt dann schön sauber. Die anderen Förmchen kriegen ihren eigenen Verschluss. Da drüben sehe ich, ist auch noch eins ohne Verschluss. Muss noch mal Folie drauf. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wie werden die Eier gar? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten ist, und das machen die Asiaten so, sie werden gedämpft.
Die Chinesen haben dafür diese sehr praktischen Dämpfkörbe. Die kriegt man im Asienladen, die kosten nicht die Welt. Die sind unglaublich praktisch, weil man kann alles darin dämpfen. Der durchbrochene Boden lässt den Dampf durch. Wir setzen den auf den Wok, in dem Wasser kocht und Dampf erzeugt. Setzen unsere Förmchen da hinein, legen den Deckel drauf. Und der ist so dicht, dass der Dampf da drin gehalten wird und zirkuliert. Ja. Und auf diese Weise können wir das in 4 bis 5 Minuten leise dämpfen. Nicht zu heftig kochen lassen, aber eben darauf achten, dass ständig Dampf erzeugt wird. Und hier habe ich jetzt Wasser in einem ganz normalen Topf erhitzt. Und da kommen die Köttler rein. Die sind ja so verschlossen, dass man sie auch einfach ins Wasserbad setzen kann. Das ist sehr praktisch. Man muss natürlich darauf achten, dass das Wasser nicht höher ist als der Rand vom Kottler. Deckel drauf. Und die brauchen ein bisschen länger, weil bis das durch das Glas hindurch geht, da muss man so 6 bis 7 Minuten rechnen. Zu diesen asiatischen Eier in Näpfchen gibt es einen Pfefferminztee. Und zwar aus frischer Minze natürlich, nicht das schreckliche strohige Zeug. Zucker. Ja. Wir machen es aber nicht so süß, wie man das in den klassischen arabischen Ländern macht. Da steht der Löffel voll Zucker. Aber ein bisschen Zucker muss rein, Zitrone und reichlich frische Minze. Und dann können wir nämlich hier unsere Eiernäpfchen rausholen. Das ist jetzt heiß. Achtung, da müssen wir was zum Anfassen nehmen. Eins. Und hier sind die Kottler. Dann nehmen wir den größeren hier. So. Das stellen wir hier her. Und dann haben wir hier noch eins. Heiß. Ne? Heiß. Ich tue die aber auch raus, weil sie nämlich sonst zu sehr durchgaren. Weil auch hier ist natürlich wichtig, dass das Ei nicht absolut fest geworden ist, sondern es muss innen noch flüssig oder wenigstens cremig sein. Und essen tut man das. Natürlich mit dem Löffel, aber besonders schön ist, wenn man solche gerösteten Brotscheiben hat, dann kann man da reinstippen und hat ein großes Vergnügen dran. Ne? Löffelt sich das so heraus. Sehr schön. Und ich nehme mir ein Gläschen Hopfentee. Natürlich, das wundert mich nicht. Ja, ich denke, zu diesen scharfen Gewürzen passt das auch wunderbar. Na klar. Also, auch eine hübsche Idee fürs Frühstück oder sogar eine kleine Vorspeise. Jetzt habe ich die Eier getrennt, den Schnee zunächst auf langsamer Stufe mit Salz geschlagen und hier sind die Eigelb. Genau, und jetzt läuft es schneller. Wir machen nämlich einen Kaiserschmarrn, denn Eier sind ja für wenig besser geeignet als für Süßspeisen. Ja, Mehlspeisen können unter Umständen ohne Mehl auskommen. Aber nie ohne Eier. Also der Kaiserschmarrn, eine klassische österreichische Mehlspeise, beginnt damit, dass man die Eigelb schaumig schlägt und dabei 4 Löffel Zucker dazu gibt. Halt mal deine Schlüssel, dann kannst du dich ein bisschen schräg halten. Ja, gibt's nicht rein. Darunter kommt jetzt Vanillepulver oder Vanillezucker. Ich kaufe immer gerne diese gemahlene Vanille. Und Zitronenschale bitte. Und ein bisschen Zitronensaft. Jawohl, bisschen Saft. Ja, wunderbar. Darunter kommt jetzt ein bisschen Sahne. 50 Milliliter reicht vollkommen. Und wenn sich das zu einer schönen homogenen Creme verbunden hat, den kann ich auch gleich. Ja, den kann ich auch gleich. Einen kleinen Schuss, 1 bis 2 Esslöffel. Und dann gibst du mir noch das Mehl. Also das sind 50 Gramm. Es stäubt. So, das war's schon. Haben wir denn überhaupt keinen Zucker rein? Doch, 4 Löffel Zucker sind schon drin. Und ich brauche jetzt auch ein bisschen Zucker für das Eiweiß, genau. Für den Eischnee
Und jetzt lasse ich zum Schluss noch mal auf höchster Stufe kurz durchschlagen. So, dann ich rühre jetzt unter meine Eiermasse noch Rumrosinen. 4 Teelöffel oder 2 gehäufte Esslöffel. Und dann kriege ich den Eischnee. Ja, so muss Eischnee aussehen. Die meisten Menschen schlagen nämlich Eischnee nicht ausreichend lange. Er muss wie eine feste Creme, wie eine Salbe muss er sein. Die erste Portion wird richtig schwungvoll untergerührt und dann kommt der Rest drunter und der wird jetzt behutsam untergehoben. So, ja, den Rest auch noch. Wunderbar. Probieren ganz ohne Herd. Ne? Einfach ja. Der Teig schmeckt immer noch am besten. Jetzt brauche ich die Butter. Na ja, Teig kann man das ja wirklich kaum nennen. Und von der Butter nehme ich gut die Hälfte oder vielleicht sogar 2/3. Lass sie in der Pfanne zergehen. Darf ruhig schon ein bisschen aufschäumen. Und jetzt kommt der gesamte Teig hier rein. Deswegen muss die Pfanne auch ausreichend groß sein. Und jetzt haben wir das hier ein bisschen heiß. Geben erst Hitze von unten. Lass uns ein bisschen hochgehen, dann kommt die ganze Sache nämlich in den Ofen. So, und wenn das passiert, dann kommt es in den Ofen, 200 Grad, 8 Minuten bei 200 Grad backen. Dann holen wir es raus und dann sehen wir, was passiert. Dann holt man, also nach 8 Minuten, holt man die Pfanne aus dem Ofen raus, zerreißt jetzt diesen luftig hochgegangenen Pfannkuchen mit einer Gabel und dann wird alles mit Butterflöckchen nochmal besetzt. Die schmilzt auf dem heißen Omelett, schmilzt die sofort dahin. Wir brauchen dann noch ein bisschen Puderzucker. Soll ich das mal machen? Ja, das ist eine super Idee. Das dauert nämlich hier immer ewig. Und schön dick drüber stäuben. Danke. Und jetzt zurück in den Ofen und noch mal ordentlich Power geben und den Kaiserschmarrn überglänzen, dass er richtig karamellisiert. Das kommt natürlich direkt aus dem Ofen auf den Tisch. Und dann serviert man das in großzügigen Portionen. Es ist ja für viele Leute sogar ein süßes Hauptgericht. So. Und dazu gehört natürlich jetzt was Fruchtiges. Ja, und klassisch ist natürlich ein Marillenröster. Das ist ein Mousse von eingekochten Aprikosen. Oder Zwetschgenröster, das heißt ein Zwetschgenkompott. Das gleiche eben aus Zwetschgen, was man vorher aus den Aprikosen gemacht hat. Mit möglichst wenig Zucker, weil die Früchte selber ja genügend Süße bringen. Ja, wenn sie voll reif sind, dann wird überhaupt kein Zucker zugefügt, sondern dann werden sie so, wie sie sind, eingekocht. Genau. Es gibt dazu den Zitronenlikör, mit dem wir die Masse gewürzt haben. Und dazu natürlich ein Tässchen Kaffee. Eine Schale Gold, wie das beim Wie man das in Österreich sagt. Bis dann also.